Moin Leute, heute treffen wir uns mit Ron oder so in Harry Potter, bei Blutprinz, der sechste Teil, PC und so Hallo weiter. Harry, Dumbledore hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Wie kommt es, dass du so aussiehst? Wir haben uns duelliert. Also ehrlich, Ron, es hätte nur zwei Sekunden gedauert, die Die haben synchron mit dem Arm sich bewegen, ja, egal. Säuredrops mag. Hä? Das ist das Passwort. Dumbledore wird mir dieses Jahr Einzelstunden geben. Was ist das immer? Geschrittene defensive Magie beibringen wegen der Prophezeiung. Komm, Ron, ich helfe dir bei den Hausaufgaben für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, das ist gut. Dann, Einzelunterricht. Nick, wo ist das? Können Sie mir helfen, Nick? An deiner Stelle würde ich zum Hof der Ach, da. Ach so. Einfach mit dem Wasserspeier. Da muss ich hin. Ja, zum Glück habe ich den gerufen. Ja, nein, hier gibt's schon wieder. Oh, wir sind schon da. Das ging schneller als ich erwartet. Und hier ist dann wieder das Büro. Säuredrops. Ja, steig drauf, Harry, sonst musst du den ganzen Weg gehen. So. Guten Abend, Harry. Wie Moin. Ich sehe, hast du meine Nachricht erhalten. Ja. Was du hier vor dir siehst, sind Erinnerungen. Echt? Erinnerungen an einen ganz bestimmten Zauberer. Echt? Voldemort. Das Tom Riddle. Meine Erinnerung an den Tag, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Cool. Ich glaube, dass du mit meinem Denkarium vertraut bist. Nö. Doch diesmal reinspringen. Mit mir zusammen dort ein. Und was noch ungewöhnlicher ist, mit Erlaubnis. Wir werden ein bisschen über Tom Riddle erfahren, bevor er zu Lord Voldemort wurde. Mm-hmm. Ich hatte ihm einen Platz in Hogwarts angeboten. Echt? Ach, können wir nicht steuern? Du hast gewisse Fähigkeiten, Tom. Fähigkeiten, die andere Kinder nicht haben. Du kannst Magie. Ist etwas in dieser Schachtel, das nicht dir gehört? Er hat die anderen Kinder bestohlen. Noch schlimmer. Oh mein Gott. Viel über Lord Voldemort aus seiner Vergangenheit lernen. Vergangenheit, die ihn nach Hogwarts brachte und zu einem Lehrer, dem er nahe stand. Aha! Slughorn? Ja, Harry. Professor Slughorn mag die Gesellschaft der Berühmten, der Erfolgreichen und der Mächtigen. Das wäre cool. Sammelt sie. Sie möchten, dass er auch mich sammelt? Oh ja. Harry, es käme unserer Sache sehr gelegen, wenn du dich mit Professor Slughorn anfreunden würdest. Okay. So, das ist alles für heute. Schon bald werde ich dir mehr erzählen. Okay. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tonichtgut bin. Alter, da haben wir ein großes Gebiet hier freigeschaltet. Ah nee, das ist nur draußen. Unheil angerichtet. Wahrscheinlich muss ich jetzt zu Hagrid oder so, zu Hagar. Hey, ihr Flaschen von Gryffindor. Oh. Im Team von oh. Gryffindor sind nur Flaschen. Wie einfallsreich. Kommt das Wortspiel von dir oder hat Malfoy mal wieder für dich gedacht? Mal sehen, ob ihr immer noch lacht, wenn eure Auswahlspiele schief gehen, ihr Flaschen. Perfekt. Ich hab auch gehört, dass die Slytherins unsere Testspiele sabotieren wollen. Echt? Geh runter zum Quidditch-Feld, bevor die noch was anstellen. Okidoki. Wir haben alle Sperrgebiete wieder geöffnet. Lass uns durch den Glockenturm gehen, das ist der schnellste Weg. Genau. Komm schon. Komm schon. Huch, Moment. Hier ist noch, ja, easy. Ganz viele Points. Wo, kann ich hier irgendwas zaubern? Komm schon. Ah, das hier kann ich. Nee, das will ich doch gar nicht. Ah doch, warte. Das will ich doch. Moment. Harry ist zu fett. Harry. Harry, du bist fett, Harry. Du bist fett. Ein fettes Kind bist du. So. Und tap. Hab ich getroffen? Nee. Okay, das kriege ich aber hin. Moment. Da sind hier viele Leute, die im Weg sind. Hab ich jetzt getroffen? Ich habe die Person getroffen, aber nicht. Dieses Schild. Ah, easy, Alter. First try. Fast. Nice, ey. Dann können wir auch weitergehen. Ja, ja. Schilder. Yay. Wusch und wusch und wusch und wusch. So, und wusch. Ich muss ja einfach nur der folgen, da muss ich nicht Nick rufen, der ist nämlich scheiße. Alter, ich mag es, dass es so regnet voller Schilde. So, also die Namensschilder finde ich eigentlich ganz lustig, dass die hier jetzt irgendwo überhängen. So, auch magische. Huch, das in ein Buch fallen lassen, willst du das nicht wieder aufheben? Also liegt das Buch jetzt einfach da? Na gut. Wenn du dein Buch nicht mehr haben willst, dann nehme ich das Buch, ne? Jetzt ist das mein Buch, okay? Hey, du da vorne. Du hast auch ein Buch. Kannst mal stehen bleiben. Hallo.
Mist, die hole ich nicht mehr ein, oder? Nein, komm her, komm her. Nein, nein, nein. Die rennt weg, die rennt weg. Ich hole... Oh, oh. Ach so. Schade, jetzt die natürlich weg. Oh nein, sie sabotieren uns. Haben die Auroren diesen Bereich etwa schon wieder gesperrt? Nein. Oh, ihr Armen. Wie wollt ihr denn jetzt zu euren Auswahlspielen kommen? Außenrum. Ist das so gesperrt? Ja, bis später. Flaschen. Können wir jetzt zum Quidditch-Feld kommen? Wingardium Leviosa vielleicht. Die sind auch behindert, oder? Ich glaube, du musst den Hebel reparieren. Ach. Mit Reparo sollte es klappen. Echt? So. Reparo. So, cool. Ey, kann ich auch mal was machen? Na gut, dann mach du das. Spitze. Echt. Haben Goyle und die anderen sich wohl zu früh gefreut. Wingardium Leviosa. Toll. Die gibt's auch noch. Gemacht mit dem Fallgatter. Wenn du mal eine Abkürzung benutzen möchtest, steig einfach hier hindurch. Okay. Verbirgt sich hinter ihnen eine Abkürzung zum Quidditch-Feld? Nein, nee. Aber zur großen Treppe. Vielleicht musst du ja später mal dorthin. Nee. Super, danke. Super, danke. Wenn du wieder meine Abkürzung benutzen möchtest, sage einfach Schneidiger Cadogan. Sag ich doch keine. Wir müssen sehr gerne den Test spielen. Cadogan. So, rushen wir einfach mal durch. Durch die ganzen Schilde. Alter. Wieder so viele Schilde. Yay. Oh, da sehe ich noch ein Schild. Das haben wir bei der Hinreise irgendwie übersehen. Schon das. Oh, wir haben 10% erreicht offiziell. Und das nur durchs Durchrennen, ist das nicht cool? Wie bist du durch das Fallgatter gekommen, Potter? Skill. Hast du nicht drüber nachgedacht, was? Mal sehen, ob du immer noch so klug daherredest, wenn ich dich mit Stupor. Will er sich echt klug? Ist er irgendwie dumm oder so? Der will sich mit mir duellieren. Guck mal, der hat noch keinen mal angegriffen und der ist schon tot. Was will der denn? Reflex. Was für ein Reflex? Ich hatte keine Reflexe. Lass uns schnell zum Feld gehen und nachsehen, ob sie jemanden angegriffen haben. Reflex habe ich wahrscheinlich bekommen, weil ich keinen Schaden bekommen habe. Hier geht's zum Eulenturm. Hier ist. Huch, Alter. Viele Dinger. Nein. Oh, shit. Die Hälfte ist natürlich verloren gegangen. Egal. So, was wollen wir denn hier beim Eulenturm jetzt machen? Oder ist hier jetzt etwa auch was anderes? Mal sehen. Ach, ich muss das gedrückt halten, um schneller zu laufen. Wusste ich ja noch gar nicht. Okay, ist hier eine Höhle? Hier ist eine Höhle. Okay, das ist ja echt neu. Das ist natürlich echt cool. Lumos und so. Stimmt, hier ist eine Höhle. Ja. Und ein gerades Schild, was hier einfach mal auf dem Weg liegt. Cool, cool. Also, das hier wurde noch, das wurde nie in einem Buch oder in einem Film irgendwie dargestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die so eine Designentscheidung getroffen haben, aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, geh mal weg, ey. So, das geht irgendwie nicht, die Abkürzung, keine Ahnung, wo die ist. Ach, Alter, muss ich jetzt jeden anrempeln oder was? Geh doch mal weg. Muss hier durch. So, ich will Quidditch spielen. Quidditch. Oh, da ist ein Schild. Ich will. Schild. Harry, du bist... Ach, geht doch. So, Schild, yay. Yeah. Ich wollte schon fast sagen... Nee. Sag mal, könntest du mich nicht deiner Freundin vorstellen, dieser Granger? Nein, du bist scheiße. Ich will sie mal näher kennenlernen, wenn du verstehst, was ich meine. Komm schon, Harry. Wir sollten endlich anfangen. Wie Ron guckt, Alter. So richtig angewidert. Okay. Danke fürs Kommen. Hallo. Heute Morgen werde ich ein paar Übungen mit euch machen. Okay. Um das Quidditch-Team von Gryffindor zusammenzustellen. Aber denkt dran, auch wenn ihr letztes Jahr im Team wart, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei Harte seid. Harte Worte. Ach ja, gilt das für dich auch? Bist du bescheuert? Er ist der Kapitän. Heißt echt mal. Nicht, dass er auch ein guter Sucher ist, oder? Hat er irgendwie auf dem Mond gelebt oder so? Hat er nicht mitbekommen, dass er jedes Match gewonnen hat? Los, Harry. Idee. Egal. Genau. Oh, darf ich jetzt wieder
Fliegen. Ja, ich darf fliegen. Mit meinem Feuerblitz oder so. Ich weiß nicht, ob der den da noch hat. Oh mein Gott. Oh, jetzt wird's wieder spannend. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Okay, ich muss durch den Ring hier fliegen. Okay. Oh Gott, wie behindert das aussieht. Okay, ich zeig's, wie man es macht. Okay, so macht man es nämlich. Genau so. Wow. Mann, ist das schwierig. Geht es echt hier. Okay. Ich darf nirgendwo gegenstoßen und so. Okay, ich muss jeden Ring natürlich bekommen und so. Okay. Okay, ein paar Flugmanöver. Ich nenne es die Rolle. Ist das nicht ein cooles Flugmanöver? Denn, ja. Nee, warte, ich habe einen besseren Namen. Zuckungen. Ist das nicht ein guter Name? Da hier auch noch rein. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Flugmanöver. Zuckungen. So, oh, ja, wird so schwierig, ja. Aber ich, ups, ich am Ring übersehen. Huch, huch, huch. Okay, ich guck mal, ob man schneller fliegt, wenn man mitten durch die Ringe fliegt. Ich glaube nämlich schon, dann mache ich das mal ernsthaft. Nicht so, ja, ja. Weil ich will natürlich, dass es schneller hier vorbei ist. Und das ist natürlich nützlicher, wenn ich hier mitten durch die Ringe fliege und nicht irgendwie so nur streife oder so. Kriege ich den Ring auch, kriege ich den Schatz auch irgendwann mal? Oder ist das jetzt nicht so? Ja, ja, was? Okay, okay. Das Geräusch. Haben wir es auch irgendwann mal? Also, werde nichts sagen, aber viel muss ich jetzt nicht machen. Außer also vielleicht mal links nach rechts. Was auch immer. Oh. Muss ich die überhaupt anrempeln? Ich glaube schon. Ist ja auch egal. So. Komme ich auch irgendwann näher oder so? Oder eher nicht so? Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt sollte, aber egal. Komm, ich habe den Schnatz, oder? Ich komm schon. Oh. Gut, dann habe ich den Schnatz vielleicht doch nicht. Übrigens drücke ich gerade überhaupt nichts mehr, ne? Anscheinend muss man im Quidditch gar nicht mehr drücken. Drückeberge. Hä, wieso Drückeberge? Was soll das bedeuten? Hä? Hä? Ist das eine Beleidigung? Ja, ja, Ron ist voll okay. Cool und so. Jeder von euch hat bisher drei gehalten. Dann kommt es wohl auf den letzten Schuss an. Hermine, was... Hermine, was hast du da gemacht? Das macht dann drei für McLagan. Okay, Ron, du bist dran. Du schaffst das schon. Das ist aber Schummeln. Das ist echt Schummeln. Oh. Toll, atemberaubend. Da hat er es nochmal geschafft. Seine Schwester hat sich ja nicht besonders angestrengt beim letzten Schuss. Alter. Das war brillant, Ron. Fantastisch, Ron. Toll, Ron. Du bist cool, Ron. Das nächste Spiel ist gegen Slytherin. Haltet euch bereit. Okay. Das erste Training statt, Harry. Nie. Sieh einfach auf dem schwarzen Brett nach. Dort sind die Trainingszeiten vermerkt. Ach, das ist ja praktisch. Hast du McLagan gesehen? Sein letzter Versuch war so schlecht, als hätte ihn ein Verwirrungszauber getroffen. Ja, ne, das ist ja echt merkwürdig. Hey, Hermine. Hast du jemals von einem Zauber namens Sectum Sempra gehört? Nein, lass uns ihn ausprobieren, an Ron. Das ist aus deinem Zaubertrankbuch, oder? Doch. Und ich habe noch was gefunden, hinten im Buch. Da steht, dass das Buch Eigentum des Halbblutprinzen ist. Interessant. Ich habe von ihm gehört. Du solltest das Buch abgeben. Sei doch nicht verrückt. Das Buch ist brillant. Echt mal, Hermine. Hör miauen. Ach, die gehen jetzt alle weg. Tschüss. Tschüss, Ginny, vor dem Quidditch-Zelt. Na gut, hallo, Ginny. Was glaubst du, sieht Dean in ihr? Ginny meine ich. Nix. Ich weiß nicht, sie hat... schöne Haut. Schöne ist irgendwie Haut? Behindert. Hermine hat schöne Haut. Hey, aha. Harry. Hallo. Ich muss, ja, ich auch. Richtig koten. Könntest du mir ein paar Süßigkeiten vom Honigtopf mitbringen? Nein. Ich muss noch zwei Aufsätze schreiben und eine Schrumpflösung machen. Ist doch cool. Ich habe leider keine Zeit. Pech. Ich mach die Schrumpflösung für dich. Dann kannst du was? Mal nach Hogsmeade kommen. Willst du mich verarschen? Warum beschäftigst du dich denn freiwillig mit Zaubertränken? Echt mal. Das ist gar kein Problem. Ein paar Schüler haben mit Slughorn in den Kräuterkunde-Gewächshäusern einen Zaubertrankclub gegründet. Cool. Dort kann ich den Trank brauen. Okay, ja, danke. Dann gehe ich da jetzt mal ich hin, ne? Später wieder hierher.
Was für einen Trank soll ich nochmal machen? Ach, gibt ja keinen. Ach, das Gebiet ist jetzt auch endlich frei. Unheil angerichtet. Nick. Hi Nick. Ich muss unbedingt den Zaubertrankclub finden. Wenn mich nicht alles verspricht. Ja, wir fangen einfach mal den Geist, auch wenn er voll kacke ist und scheiße ist und dumm und hässlich und was auch immer. Oh, Harry kann wohl überhaupt nicht mehr klettern. Harry hat das Klettern verlernt. Na gut. Hoch. 20 schon, Alter. Das geht extrem schnell. Übelst extrem schnell. So, dann können wir auch mal noch einen Teil vom Schloss sehen. Neuen Teil. Das sieht ja völlig anders aus, als wenn ich mir das vorgestellt hätte. Hatten tun können, tun hätten. Dings. Das hier, das ist doch nicht Hogwarts, oder? Dieser Teil, das ist... Sowas habe ich noch nie... Nee. Sowas habe ich mir noch nie vorgestellt oder so. Ganz komisch, ganz komisch. So eben freigeschaltet. Stinkbomben in Scherzkissen. Aha. Okay. Kräuterkunde. Dann würde ich aber auch sagen, zum Kräuterkunde gehen wir erst in der nächsten Folge, glaube ich. Bis dahin. Tschüss. Welches Wappen?